Hallo liebe Freunde und Interessierte, ich möchte euch heute über die Betrugsmasche des sogenannten elektronischen Börsenamts informieren. Das sind Betrüger, die sich im Bereich Bitcoin, Dogecoin, Cryptocurrency bewegen und versuchen, Menschen Geld dafür aus den Rippen zu leiern, dass sie bei ihnen vermeintlich eine Börsenidentifikationsnummer erwerben können, ohne die sie nach deren Aussage sich strafbar machen und illegal verhalten, wenn sie im Bereich Kryptowährungen unterwegs sind und einkaufen. Wir machen einen kurzen Rundown, was das alles bedeutet. Im Anschluss hört ihr ein schönes Telefonat mit diesen Leuten, wo ihr die Masche nochmal ganz im Detail sehen könnt. Wir sind jetzt hier auf meinem virtuellen Computer, den habe ich eingerichtet und ihr werdet gleich sehen, warum. Diese Leute rufen an. Ein paar Wochen, nachdem ihr euch bei einem unseriösen Bitcoin-Broker im Internet eingetragen habt, von denen es hier auch schon einige Mitschnitte gibt. Das sind diese Typen, die erzählen dir, du kannst wahnsinnige Profite machen und müsstest nur dein Geld da anlegen. Geht los von 250 Euro Mindesteinsatz bis 10.000. Da kommt in den nächsten Wochen noch sehr viel Content. Aber das mit dem Europäischen Börsenamt hier, das möchte ich gerne vorziehen, weil das ist eine ziemlich hinterhältige, sehr kriminelle Masche. Die erzählen dir eben gut, die wissen, du bist da unterwegs, heißt, die kaufen ausgelutschte Datensätze. Wenn die Scammer dich durchtelefoniert haben, dann ruft irgendwann das elektronische Börsenamt an und erzählt dir, sie wissen von Transaktionen im Cryptocurrency-Bereich und das dürftest du ja gar nicht machen, wenn du nicht diese Identifikationsnummer hast und die kannst du bei denen bekommen. Und dann führen sie dich durch den Prozess. Der Prozess ist, dass sie sich bei dir auf den Computer loggen. Sie fordern dich dazu auf, das Programm AnyDesk herunterzuladen. Das ist quasi eine Betrügerversion von TeamViewer. Dann musst du das installieren, musst hier diese Nummer durchgeben und die schalten sich bei dir auf den Computer drauf. Da sollten bei jedem schon die Alarmglocken leuchten. Ein Amt, eine offizielle Behörde, wo Leute sitzen, die keinen Satz gerade Deutsch können und dumm wie Mülleimer sind, die seit 10 Jahren in Tschernobyl stehen und am Verrotten sind. Dann sieht das hier so aus. Ein U0s war das in meinem Fall hier, die ID. Identität durch AnyDesk verifiziert. Ja, die wissen scheinbar, was da für Betrüger sind. Irgendwann habe ich ihn rausgekickt und ihm noch ein Herz und ein Bastard geschickt. Ihr seht, die waren ungefähr 20 Minuten bei mir auf dem Computer. Davor noch fast eine halbe Stunde am Telefon. Ich habe denen schön viel Zeit gestohlen. Sie lotsen dich. Man könnte jetzt meinen, auf ihre Internetseite, aber ich habe hier mal elektronisches Börsenamt bei Google eingegeben. Welche deutsche oder, wie es dann später heißt, vermeintlich europäische Institution, hat keinen Internetauftritt? Haben die nicht. Das Einzige, was du wirklich zu diesem Fall findest, ist hier auf telefonnummer.net. Eine Nummer aus der Schweiz, 13 Meldungen, unseriös. Und Leute warnen davor, dass es hier eben diese Verarschen gibt, dass da, ja hier, man wollte mich wegen einer Handelsgenehmigung anhauen. Das ist das Einzige, was man dazu findet. Investing.com präsentieren die als die offizielle Seite dieses, man muss es ja sagen, Unternehmens, dieser betrügerischen Allianz. Es ist ja kein Unternehmen, keine Firma, das ist bandenmäßige Kriminalität, was die da machen. Und dann wirst du auf die Seite Wisenecks gelockt. Wisenecks wirbt damit, dass sie über Kreditkarten eben Bitcoin da kaufen können. Und ich habe hier den Prozess so weit geführt, dass ich eine Kartennummer hätte eingeben können. Am Anfang verlangen sie halt persönliche Details. Da habe ich meine 17 indischen Vornamen vorgelesen und eingetragen. Und zum Schluss, wenn du dir das gefallen lässt, wenn du dir Druck machen lässt, von wegen, das ist eine europäische Behörde und ohne diese Nummer darfst du nicht auf dem Finanzmarkt handeln, kostet dich der Spaß am Ende 262,50 Euro. Das würde gehen an diese Bitcoin-Adresse. Das hier ist die Bitcoin-Wallet von den Betrügern. Falls damit jemand irgendwas Cooles anzufangen weiß, dann habt ihr es jetzt in der Hand. Ihr könnt das liebend gerne machen. Ja, und dann bist du dein Geld los und kriegst dafür natürlich überhaupt nichts. Angeblich bekommst du eine Börsenidentifikationsnummer per Post zugeschickt. So etwas gibt es in der Form nicht. Und diese Idioten sind wieder ein bisschen reicher. Gut, ich habe ihnen jetzt knapp eine Stunde ihrer Zeit geklaut. Und ich würde mit eurer Hilfe das gerne ändern, dass wenn man bei Google nach elektronisches Börsenamt sucht, dass da einfach gar nichts kommt. Ich habe in den letzten Tagen mehrmals mit denen gesprochen.
Ich habe noch andere Aufnahmen von denen, die werde ich auch noch veröffentlichen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dieses Video hier gerade in Bitcoin-Kreisen und so weiter ein bisschen teilt, weil je mehr Suchanfragen es für diese Geschichte gibt, umso wahrscheinlicher ist es, dass irgendwann dieses Informations-, Aufklärungs- und Warnvideo bei Google ganz oben steht und nicht ein Wikipedia-Artikel, der damit überhaupt nichts zu tun hat. Und damit würden wir diesen Idioten ein gutes Grundstück ihrer Geschäftskriminalität wegnehmen. Weil viele Menschen sind es gewohnt, okay, da ruft was an, ich gucke erstmal bei Google. Nicht, dass Google alles wüsste, aber es ist eine wichtige Informationsquelle. Weil wenn wir jetzt ein anderes Scammer hier oben eingeben, dann hast du 20, 30 Bitcoin-Seiten, legitime Bitcoin-Seiten, die davor warnen. Nur hier ist es leider nicht der Fall. Danke, dass ihr dabei wart. Jetzt kommt im Folgenden der Anruf, bei dem ich euch ganz viel Spaß wünsche. Fallt bitte nicht auf sowas rein, helft mir das zu verbreiten und wir machen sie alle kaputt. Bis dahin, vielen Dank, Freunde. Oh, schönen guten Tag. Spreche ich mit hier Shandep Bankiradirok? Bankiradirok, einen guten Tag, ja, bei Telefon. Utanols ist am Apparat. Was, Unterhose? Und Utanols. Ah, okay, ja. Was kann ich für Sie weiterhelfen? Also ich melde mich von elektronischer Börsenamt. Und laut meinem System, Sie besitzen ein aktives Handelskonto, stimmt das? Bitcoin, ja, Bitcoin Trading. Ja, also Sie haben Ihre Daten in meine außerbörsliche Handelsplattform eingegeben, der keine Lizenz hat. Deswegen haben wir Ihre Daten bekommen und das ist der Grund auch, warum ich Sie angerufen habe. Verstehen Sie? Habe ich jetzt Problem? Sie haben bis jetzt noch keine Börsenausweisnummer bekommen und Sie brauchen sich, also Ihre Daten unter dieser Nummer registrieren, womit Sie werden anerkannt als legitim und danach können Sie natürlich weiter handeln. Oh mein Gott, also das, ich nicht wissen, ich neu bei Deutschland, nicht wissen, dass eine Nummer brauchen, ja? Bitte Entschuldigung. Ja, kein Problem. Hier Bankira Dirohan, also haben Sie Investitionen auch gemacht, ob ich fragen darf? Ja. Also ich sehe nur Einstiegskapital war 250 Euro, oder? Richtig, ja, das Dogecoin kaufen. Haben Sie weitere Investitionen? Ja. Wie viel ist das insgesamt, ob ich fragen darf? Jetzt bei, weil Dogecoin viel wert ist und da haben wir noch Chicken Coin und Good Coin für 20.000 Euro kaufen, ist Problem? Ach so, Sie haben 20.000 Euro investiert. Haben. Ja, vor zwei Tagen. Vor zwei Tagen. Haben Sie es Auszahlungen haben Sie noch nicht probiert, oder? Was bitte? Auszahlungen haben Sie noch nicht probiert. Nein, jetzt erst Profit machen, wollte Profit machen. Also Geld geben, viel Geld machen und dann Geld wieder nehmen. Ach so. Herr Bankira Dirohan, Sie brauchen sicher so diese Börsenausweisnummer für Auszahlungen. Ja, das ist so wie Ihre IBAN-Adresse auf dem Finanzmarkt. Ja. Ohne diese Nummer so keine Auszahlungen möglich. Ja. Okay, ich wirklich nicht wissen. Ich wollte keine Steuergeziehung machen. Ja, ist so, kein Problem. So, haben Sie Internetverbindung? Damit kann ich auch zeigen und auch dabei helfen, ja? Dass diese Nummer Fehler zu bekommen? Haben. Ja, genau. Ja, soll ich Computer anmachen, right? Ja. Okay. Electronic Börsenamt, ja? Ja. Oh mein Gott. Wie lange muss immer, wenn man Trading machen bei Internet, dann diese Ausweisenummer brauchen, ja? Ja, schauen Sie, Sie brauchen diese Börsenausweisnummer, ja? Ja. Damit so Ihre Daten wird verifiziert schon. Ja. Ihre Daten wird so, Sie werden Ihre persönliche also Börsenausweisnummer haben, ja? Ja. Weil diese Börsenausweisnummer soll unter Ihre Daten registrieren, damit Sie werden anerkannt als legitimer Händler auf der finanziellen Börse. Ja. Und danach werden Sie legitim weiter handeln, ja? Okay, und dann muss man auch einen Steuer bezahlt machen? Nein, dafür brauchen Sie nur einen Umtausch tätigen. 250 Euro ist das gegen aber das bekommen Sie auf Ihr legitimes Handelskonto, ja?
Also jetzt 250 Europa für das Nummergebühr bezahlen, ja? Ja, schauen Sie, das Okay, das ist kein Problem. Ich will ja keine Probleme machen. Ich will wirklich nicht wissen. Ich will gute Integration machen, gute deutsche Bürger werden. Ich werde machen, das ist kein Problem. Ich will nicht wissen. Ich Steuerberater vorher fragen, dem ich nicht sagen. Dem ich nicht sagen, den Arschloch. Entschuldigung. Ja, kein Problem. Haben Sie Zeit, so jetzt zu machen das? Ja, natürlich, natürlich. Das ist ja sehr wichtig, oder? Sehr wichtig. Ja, natürlich, ja. Das ist sehr wichtig für jetzt Sie. Mein, ich bei Computer gehen, Computer anmachen. Ja. Was soll man machen? Haben Sie mit AnyDesk schon gearbeitet? Was bitte? Was machen? AnyDesk ist eine Software, womit können wir unsere Bildschirm teilen, ja? Damit kann ich auch alles zeigen und damit werde ich auch diese Orderausführungsnummer Ihnen geben, ja? Oh, okay. Wenn Sie es nicht haben, dann werde ich auch dabei helfen. Schalten Sie Ihre Computer an. Ja, Computer anmachen, einen Moment. Ja, kein Problem. Ja, muss erst hochgefahren machen, weil wollte gerade bei, bei Garten gucken, okay? Ja, kein Problem, ja. Das alles. Ich wirklich nicht wissen. Hallo? Ja? Ah, du dachte Computer ja. Weg. Ah, kein. So, bin ich da. Haben Sie schon an, Ihre Rechner? Ja, Computer gerade angegangen. Haben Sie Google Chrome? Google Chrome, ja, Google Chrome haben. Öffnen Sie Google Chrome. Google Chrome aufmachen. Mhm. Okay. Dann, wo Adresse Linie steht, ganz oben. Ja, Adressbar, okay. Ja, schreiben Sie bitte dort, ja. Werde ich diktieren, ja. www. A wie Anton. Anton. Nordpol. Ja, Y. Y, okay. D wie Dora. Dordiban. E wie Emil. Eriapki. S wie Siegfried. Shakidodido. Und K wie Carla. Carla. Punkt. Aber Carla ja. Mit C oder mit K, Carla schreiben? K, wie Kaufmann. Kaufmann, Carla, okay. Ja, wie Kasse auch. Wie Kasse? Nein, wie Carla oder Kaufmann. Frankfurt? Oder... .com. Ja. Gehen Sie weiter jetzt? Ja. Sehen Sie jetzt Free Download oder kostenlos herunterladen? Da steht jetzt Herunterladung machen. Soll ja, klicken Sie bitte dort. Okay. Ja. Und das ist mein, damit kann ich das ausweisen drucken für Börsennummer? Nein, damit schauen Sie, machen wir das und ich werde das zeigen, ja, weil AnyDesk ist eine Software, womit können wir unsere Bildschirm teilen, ja. Also wie, haben Sie es heruntergeladen? Ist das sowas wie TeamViewer? Ja, haben Sie TeamViewer? Schon mal vor ein paar Wochen bei meine Bruder bei meiner Computerreparatur machen. Okay, machen wir mit AnyDesk, ja, das ist besser. Ja, also, das schon bei runterladen, das schon bei runterladen. So, öffnen Sie, dann was haben Sie heruntergeladen? Ja, das noch 10 Sekunden brauchen, weil Computer aha. Heute sehr kaputt. Sehr aha, langsam. Okay. Mhm, kein Problem. Okay. Und das Nummer, dann mal so eine richtige Ausweis kriegen wie Führerschein? Oder wie das kommen? Also schauen Sie, wir machen, ich werde das zeigen, ja, also... damit Sie verstehen auch besser und damit kann ich auch besser erklären, ja? Okay, ich jetzt den Programming runterladen und aufmachen, okay? Mhm. Wie ein Chicken. Und was sollen wir jetzt machen? Sehen Sie jetzt neunstellige Ziffern auf der linken Seite? Linke Seite oder ja. Rechte Seite? Ja, 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 kann ich sehen, da ein Zahl stehen. Ja, diktieren Sie mir bitte. Soll ich sagen? Ja. Okay. 759. 759. 812. 812. 247, right? 247. Sie bekommen jetzt von meiner Seite einen Auftrag. Einen Auftrag? Haben Sie bekommen?
Ja, Anfrage haben Sie bekommen und klicken Sie bitte entweder annehmen oder akzeptieren, ja? Okay. So, jetzt, so, hier, Bankiran Dirohan, ja? Jetzt sehe ich Ihre Bildschirm, bewege ich Maus, sehen Sie Ja, meine Maus? ich kann sehen. Ja, unser Gespräch ist mit Video und Audio gespeichert und natürlich ohne Ihre Erlaubnis darf ich nichts machen, ja? Ja. Öffnen Sie bitte Ihre Google Chrome noch. Google Chrome, okay. Ja? Geöffnet. So, jetzt werde ich einen Link eingeben, womit Sie können diese Order-Ausführungsnummer bekommen, ja? Rausholungsnummer. Moment bitte, das werde Ja. ich gleich Ja, ich zeigen. bin so froh, dass Sie heute angerufen, weil ich will keine Probleme bei Deutschland machen. Ja, ich will noch meine bei 3 Monaten will ich Staatsbürgerschaft beantragen und will keine Probleme haben. Ja, natürlich. Machen wir jetzt alles richtig, ja? Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, schauen Sie, das ist Weißnix ist unser offizieller Vermittler, wie er Partnerschaft hat mit 166 Ländern, ja? Ja. Das ist auch Information, was Sie überall überprüfen können. Da werde Okay. ich Lizenznummer zeigen, was sehr wichtig ist. Schauen Sie, Ja. hier steht Lizenz, ja? Das ist so. Ist das aber kein, wenn Sie von deutschem Ministerium gerufen, warum denn keine deutsche Internetseite? Wie bitte? Das ist keine deutsche Ah, Internetseite, das ist bei deutschem das ist, Ministerium für Online-Börsen geschickten Transaktionsamt Population. das ist nicht deutsche, das ist europäischer Raum, Oh, ja? für Europa, okay. Lang lebe Ja. Europa. Heil Merkel. So, jetzt sollen Sie hier Ihre E-Mail-Adresse eingeben, bitte. Ja, okay. Machen Sie es bitte. Ja. Okay. Da werde ich so die Nummer eingeben. Das werde ich für Sie speichern später. Ist das die Börsennummer? Ja, das ist mit Ziffern und mit Buchstaben. Das werde ich für Sie speichern. Jetzt akzeptieren wir diese zwei Quadraten, dass Sie über 18 Jahre alt sind und dass Sie kein Roboter sind auch. Ja, So, wir und wo ist denn, sollen. ich muss bestimmt, weil das ja bei Federal Government, wo ist Schauen Sie. Datenschutzgrundverordnung, muss man bestimmt eine Akzeptierung machen? Ja, schauen Sie, wir machen jetzt, dass Sie wirklich, ich habe auch diese E-Mail sind, ja? Das sollen wir dann per E-Mail bestätigen und dann Ja. kommt ein Formular, was sollen wir ausfüllen, ja? Sie sollen Ihre Vorname, Nachname eingeben, Ihre Adresse, wo Sie wohnen, weil Okay. nach dieser Verifikation bekommen Sie auch alle wichtigen Dokumente Ja, per Post, sehr gut, sehr ja? gut. Ja. So, klicken wir jetzt die Treppen. Was jetzt Puzzle spielen oder was da machen? Nein, das ist bestätigen, dass wir kein Roboter sind, ja? Deswegen steht hier wählen alle Bilder mit Treppen. Alle Bilder mit Treppen. Ja. Warum? Schauen Sie, das werde ich zeigen. Das ist ein Maßnahmen, dass ich bin kein Roboter. Ja, aber Sie sich so anhören. Wie bitte? Und jetzt ist es weggegangen. Ich wollte auch spielen. Das ist kein Spiel. Also, das ist nur, dass wir kein Roboter sind, sollen wir mit Bildern bestätigen, ja? Deswegen, Ist es wegen Nordkorea, wegen der Hacker? richtig, ja. Schauen Sie, Oh, diese okay. Sehr, sehr Sicherheit. Weißnext, Sicherheit, sehr gut. Sicherheit, sehr schauen gut. Sie, Weißnext hat auch diese SSL Secure System, ja, das ist ein geschütztes System. Ihre Privatsachen ist von meiner Seite schwarz gezeigt, ja. Das hat auch die Banken, zum Beispiel, wenn Sie gehen im Online-Bank oder sowas, Banken haben auch ein geschütztes System, was Ihre richtige Bankdaten ist von meiner Seite schwarz gezeigt, ja. Oh, Schwanz zeigen Damit ist ich sehr da, gut. Ich auch gern, immer ja. gerne Schwanz zeigen. Oh. So. Klicken Sie bitte hier, Ampel sollen Sie jetzt klicken. Schlampen? Ampel. Moment bitte, da gibt es keine Ampel. Ja doch, das Laterne gehört doch auch zu der Ampel. Die fliegen doch nicht in die Luft rum. Also darf ich?
Bewegen Sie nicht raus, bitte, da gibt es keine Ampel. Ja, doch, ja, gucken wir hier, der da, Posten, das ist doch auch dazugehören, die Lampe da dran hängen. Hier steht Ampel, Ampel. Ja, das ist eine Ampel. Grün und mal, das gelb ist. Und schau, das ist eine Ampel. Das ist eine Ampel. Das ist eine Straßenlampe. Ja, das ist Laterne. Aber guck mal, wenn wir das hier wegmachen, guck mal, das hier, das fliegt doch nicht bei der Luft rum. Das hängt hier dran bei den Laternenmast. Okay, dann klicken Sie es, aber das wird falsch, ja? Madariakerei. Du guck mal. Guck, ich hab recht gehabt. Ich bin doch indische Ingenieur. Ich weiß, dass die Lampen nicht in der Luft rumfliegen. Es sei denn, die haben einen okay, Motor drin. Okay, dann klicken Sie klicken Sie Continue, bitte. Okay. So, öffnen Sie jetzt Ihre E-Mail-Adresse, bitte. Okay, dann muss ich bei Smartphone machen. Einen Moment. Nein, das sollen Sie im Computer bestätigen, weil dann kommt ein Formular. Was sollen Sie ausfüllen? Oh, das ist können Sie hier im Computer öffnen? Das geht nicht wegen Two-Way Authentication. Das habe ich so Einstellungen, okay, dass so Sachen immer bei Smartphone kommen. Haben Sie schon bestätigt. Right. Ja. So, jetzt sollen Sie das von Ihrer Seite machen. So, Ihre Vorname, Ihre Nachname. Ja. Dann, ob Sie zweite Vorname haben, machen Sie ja, bitte. Ja. Ist das Ihre Vorname? Das sind meine zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten und siebten Vornamen. So, Nachname schreiben Sie hier, ja? Wo Last Name steht. Ja. So steht auf Ihre Ausweis. Auf Passport, so, ja. Indische Passport. Menschen, indische Menschen, sehr viele Namen. Aha. Gucke, ich bin Sandeep, der Sohn von Rajesh. Rajesh ist der Sohn von Mohinder. Mohinder ist der Sohn von Tandirp. Tandirp ist der Sohn von Tahir. Tahir ist der Sohn von Shanpuriko und Shanpuriko ist der Sohn von Vantepik. Und das ist Familienname. Okay? Aha. Bei indischen Menschen sehr viele lange Namen haben. Ach so, ja. Ja, hast du verstanden? Ja, habe ich verstanden. Gut. Hier sollen Sie Ihre Telefonnummer eingeben. Telefonnummer? Okay. Mit deutschen Vorgewählung? Oder ja. Wie soll man machen? Okay, plus 49. Ohne Abstand. Ich nehme Office-Nummer, right? Ja, ohne Abstand, bitte. Okay, ohne Abständung. Keine Ständer, außer am Morgen. So, jetzt sollen Sie hier Ihre Adresse eingeben. Okay. Bundesland hier? Ja. Dann Stadt? Dann Postleitzahl? Straße? So, schauen Sie, diese 19a sollen Sie hier schreiben. Oh, okay. Und den anderen ist Apartment Number. Was ist das? Schreiende Haus, das ist denn, wir haben drei Etagen bei Haus. Das ist eine Etage, zwei Etage, drei Etage und das ist Name von drei Etage, damit Concierge weiß, wo muss der Post bringen. Aha, okay. So, klicken Sie die zwei Quadraten an. Quadratus? Das ist sehr gut gemacht. Okay. Und dann Continue klicken. Okay. So, dafür brauchen wir ein paar Dokumente, aber das schicken wir zusammen ein bisschen später. Okay. Scrollen Sie ein bisschen unten, bitte. So, klicken Sie Skip, I will do it later. Das bedeutet, ich mache es später. Okay. Okay, understand. Ja, ich verstehe. So, das ist jetzt dieser Umtausch, was ich hier gesagt habe. Ja. Sie werden, schauen Sie, da, diese Seite ist von meiner Seite schwarz gezeigt. Ich sehe nur diese blaue, ja? Ja. Da unten, schauen Sie. Scrollen Sie ein bisschen unten. Da unten steht Ihre Nummer auch. Ja. Hier.
scrollen Sie oben und Sie sollen jetzt diese Nummer aktivieren und sollen Sie Verknüpfung machen zwischen zwei Konten, ja, zwischen Ihrem normales Konto und zwischen Ihrem Handelskonto. Okay. Jetzt aber sollen das, Sie Ihre wenn ich jetzt bei den bei Bitcoin Trading, ja, wenn man wie sage man Geld verlieren, dann das bei meinem Konto nehmen oder was passieren? Nein. Das werden wir auf Ihre Handelskonto übertragen. Ja, das macht Ihre persönliche Sino-Analytiker. Ein was bitte? Wer macht Moment, das? Bitte? Ihre persönliche Sino-Analytiker. Schauen was Sie. Was bedeutet? Ich nicht das Wort nicht kennen. Ich neu bei Deutschland. Nicht gut kennen. Ja. Okay, so ich werde das erklären. Ja. So, nach dieser Legitimation, Sie bekommen eine Person, wer hochmathematisch ausgebildete Person ist, wer Hochdeutsch sprechen kann auch. Der, was kann der? Damit, Katzendeutsch? Wie bitte? Katzendeutsch, kann der sprechen? Katzendeutsch? Was ist Katzendeutsch? Sie sagen, ich nicht verstanden, Sie sagen Katzendeutsch sprechen? Ich Hochdeutsch sprechen habe ich gesagt. Was bedeutet? Sehr gut Deutsch sprechen kann. Aha, okay. Also so wie ich, das ist sehr gut. Ja. Verstehen Sie jetzt? Ja, ja, verständet. Right. Einen Moment bitte. Okay. Jetzt werde ich so meine Manager weiterleiten und die werden weiterhelfen. Ja, Moment ja, bitte. Manager, danke. Bleiben Sie an der Linie. An der Linie? Hallo. Guten Tag. Hören Sie mich? Ja, guten Tag. Hier ist bei mir ein Drucker. Guten Tag. Hendrik Krüger ist am Apparat. Schauen Sie, ich habe eher mal so Gespräch gehört jetzt und Sie haben gefragt, ob wenn Sie gehen in Minus vielleicht, ja? Ja, ja. Und da wird es abgezogen. Also natürlich nicht. Schauen Sie, was wir machen gerade, ja? Ja. Wir machen eine Verknüpfung, ja? Was bedeutet das? Weiß Sie sollen Ihre Zahlung, ja, würde ich das klären, wenn Sie würden mir lassen, ja? Ja, sprechen, natürlich. Ja, na, sehr gut, da lassen Sie mich. Schauen Sie, wir sollen eine Verknüpfung machen, ja? Und weil Sie sollen Ihre Zahlungsart bestätigen. Und was das bedeutet gerade? Wenn Sie etwas in Zukunft gewinnen und generieren, ja, das werden Sie auszahlen lassen auf dieses Zahlungsart, was Sie jetzt werden verknüpfen, ja? Ja, ja. Und damit können Sie Einzahlungen und Auszahlungen von Börse offiziell tätigen. Ah, okay. Nichts wird von Ihrer Kreditkarte abgebucht sein oder etwas so, wenn Sie im Minus gehen, ja? Okay. Aber wenn Sie haben richtige Personen dabei, ja, Sie sollen Geld gewinnen und nicht verlieren, ja? Ja, ja, natürlich. Und schauen Sie, was machen wir gerade, ja? Dieses, Ihr Zahlungsart, einen Moment, werde ich es auf Deutsch übersetzen. Ja, I speak English fluently, it's not a problem. Naja, also, wir brauchen jetzt es auf Deutsch, ja? Ja, okay. Weil wir sind deutschsprachige Abteilung. Schauen Sie, da steht, was wir machen. Wir umtauschen 240 Euro gegen Teilen von Bitcoin. Dieses Teil von Bitcoin werden Sie auf Ihr legitimes Handelskonto bekommen, von wo Sie es offiziell investieren können. Okay? Ja, okay. Wenn Sie da werden dieses Geld einzahlen, ja? Nur danach können Sie von da es auszahlen, also einzahlen, investieren und dann, wenn Sie etwas gewinnen, dann auszahlen lassen, ja? Von Ihrer Kreditkarte kann man niemand etwas machen, weil von Bank haben Sie doch ein Sicherheitssystem, heißt TAN-Code oder TAN-Generator oder SMS-TAN, ja, richtig? Ja, SMS-TAN. Das kennen Sie schon. SMS-TAN. Ja, dann perfekt. Ja, gut, dann perfekt. Gut. Ohne Ihre Bestätigung darf man niemand etwas machen, ja? Sehr gut. Schauen Sie, und 12 Euro und 50 Cent ist Gebühren, was gerade kostet dieses Umtausch, ja? Ja, ja. Wir werden insgesamt 262,50 Euro umtauschen und auf Ihr legitimes Handelskonto werden Sie 250 Euro bekommen. Okay. Also irgendwo hier sollen Sie einen Weg haben, wo Sie Ihre Kreditkarteinformation eingeben können, okay? Ja. Bitte machen Sie es und dann sagen Sie mir, wann werden Sie fertig sein. Ja, das ist kein Problem. Sie sind Electronic Börsenamt, richtig? Richtig, elektronische Börsenamt und nicht Electronic Börsenamt. Ja, können Sie mir bitte Ihre Dienstnummer geben? Dienstnummer? Dienstnummer. Was ist Dienstnummer? Dienstnummer,
Service Number. Ah, natürlich. Natürlich. Schauen Sie, ich werde Sie auch unsere offizielle Webseite zeigen. Ja. Natürlich. Damit könnte Sie sich informieren. Ja, schauen Sie. Das ist investing.com. Vielleicht kennen Sie es schon. Da steht aber nicht oder elektronische nicht. Börsenamt. Das kann nicht, also da kann nicht elektronische Börsenamt also geschrieben sein. Wir Warum? Sollen sich, wie bitte? Warum nicht? Jeder deutsche Ministerium hat einen Internetseite. Wir sind kein deutsches Ministerium. Schauen Sie, ich rufe Sie von Schweizer Vorwahl. Haben Sie es nicht notiert? Nee, hat keine, Kollege hat nicht nee, von Schweiz also, sagen. Nee, also das, niemand könnte Sie es sagen, da sollen Sie es selber sehen, ja, in Ihrem Handy. Die Nummer, mit was wir rufen Sie gerade an, ist Schweizer, ja? Aber ich bin, haben Sie es nicht? Aber ich bin Deutscher, ich muss doch bei Schweizerland keine Steuer bezahlen. Ja, natürlich, aber schauen Sie, also wir rufen Sie von Schweiz, ja? Ja. Weil wir, wie habe ich geklärt, es geht um europäischen Raum. Verstehen Sie es, ja? Europäischer Raum, ja. Ja. Weil Ihr Daten muss am europäischen Raum verifiziert sein und nicht um Deutschland. Ja. Verstehen Sie es, ja? Ja. Deswegen haben Sie unseren Anruf bekommen. Deswegen machen wir diese Verifikation unter dieser Strichcode. Ja, so. Womit Sie sich am Börse verifizieren können. Okay. Da sehen Sie doch Ihre Strichcode, ja, auf, am Visenex. Ja, klar. Oder nicht? Strichcode. Ja? Ja. Das ist unsere offizielle Vermittler, wo dürft man die Kunden verifiziert sein. Ja, okay. Verification, das ist sehr wichtig. Richtig, natürlich. Ja, das ist deswegen haben wir Ihre Daten bekommen. Habe ich dann ein Schweizer Konto hinterher oder wie läuft das? Nein, keine Schweizer Konto. Sie werden europäisches Konto haben, ja, weil es geht um europäischen Raum. Ja, Verstehen Sie, Schweiz ist doch es nicht in EU drinnen. Die machen doch ihr eigenes Ding. Doch, wo ist dann Schweiz bitte? Ja, die ist nicht in EU drinnen. Das ist bei Europa, aber gehört nicht zur European Union dazu. Die machen doch nicht bei EU mit. Wie bitte? Hallo? Ja, hören Sie mich, ja? Ja, ich kann Sie hören. Ja. Ja. Was haben Sie gesagt? Wiederholen Sie nochmal. Bitte. Wiederholen Sie. Bitte. Man sagt bitte, wenn man etwas möchte von anderen Menschen. Ja, wiederholen Sie bitte. Ja, ich habe gesagt, Schweizerland gehört nicht zur Europäischen Union. Okay, was gehört dann? In der Schweiz ist, eine selbstständige EU? Land. Nein, ja, das ist Europa ist und EU sind zwei verschiedene Sachen. Ja, Bands. Das ist europäischer Raum. Right, in Europa. Ja, richtig. Right. Und da kann man ohne Visa auch gehen. Ja, warum? Weil es ist Europa. Ja, wegen Schweizer Konto haben. Handel, Schweizer Konto haben. Ja, nein, kein Schweizer Konto. Es geht um europäischen Raum und Ihr Daten muss verifiziert sein. Ja, am europäischen Raum. Ja. Verstehen Sie es, ja? Ja. Deswegen machen wir es so. Muss ich ja, noch, deswegen brauchen Sie diese 36-stellige Strichcode zu haben. Ja, soll ich Sie noch, und brauche Sie noch Foto von meinen Ausweisen, von Passport? Ja, das sollen Sie am Visenex senden, damit könnt ihr Sie Ihr Ihr Daten bestätigen. Ja, schauen Sie, ich gebe Sie auch unsere Nummer, unsere Service-Nummer, wo Sie uns erreichen können. Nein, ich meinte Dienstnummer, wieso Personalnummer? Personalnummer, wenn Sie sind von Büro da, von Börsenamt, ein Amt immer eine Nummer haben. Welches Personalnummer bitte? Ja, Personalnummer, angestellte Nummer, weil BRD, GmbH und so. Wie bitte? Du also, musst wir sind du musst doch eine Dienstnummer haben. Wenn, ja, ich, wenn ich zu aber einem. Hör mal zu. Wir sind Band, so Amt. Ja, Amt. Ja? Ja, Amt ist Official ja, und Service. Und was bedeutet Amt? Das kennen Sie schon. Ja, erzählen oder noch Sie nicht? Mir. Erzählen Sie mir bitte. Was bedeutet Amt? Das kennen Sie oder noch nicht? Ja, erzählen Sie mir bitte. Vielleicht ich andere Worte kennen, ja, als Sie meinen. Ja, das ist ein Ministerium, wo Sie sich verifizieren können. Right. Gerade, ja. Sehr gut. Ja, Europa. Ja, Börsenamt. Ja. Weil wir kontrollieren die Handelsplattformen, wo die Kunden offiziell handeln kann, ja? Und wenn die Kunde kriegt keine Börsenausweisnummer, dann ist zu uns weitergeleitet, damit die Kunde kann anerkannt am Börse im europäischen Raum sein. Oh, super, sehr gut. Und Sie das kontrollieren, ja? Natürlich, deswegen ja, haben wir Sie angerufen und gut.
danach unsere, also deswegen haben wir da, also ihr Daten eingegeben, ja, damit könnte sie per Post alle wichtigen Dokumente haben, ja, damit könnte sie es mit ihren eigenen Augen sehen, dass sie wirklich alles offiziell machen, ja? Das ist ganz wichtig, glaube ich. Ja, das ist sehr, ja? Kontrollieren ist sehr wichtig, aber du bist ja so dermaßen blöd, ich würde nicht mal meinen Mülleimer kontrollieren lassen. Wie bitte? Ich habe gesagt, du bist so dermaßen blöd, ich würde nicht mal meine Mülleimer kontrollieren lassen, du scheiß Telefonbetrüger. Ich habe alles aufgenommen, ich habe deine Bitcoin-Adresse, ich habe deine IP-Adresse, du bist gerade auf virtuellem Computer, das geht alles zur Polizei, right? Okay, sehr gut. Wir kriegen euch. Wir kriegen euch alle. Okay, warte ich, Ihr Anruf. Aber was sollen Sie kriegen? Habe ich nicht verstanden. Schauen Sie, du kriegst unsere Verbindung. Auf die Schnauze. Nee, nee. Ich werde gar nichts kriegen. Doch. Ich werde gar nichts kriegen. Doch. Unsere Verbindung wird per Audio und Video auch gespeichert. Ja, und du das hast dich als Sie Amt schon, ausgegeben. Ja? Das ist und auch werde strafbar. Ich, werde ich Ihr Daten sofort zum Rechtsabteilung weiterleiten. Und Sie werden es bekommen. Wir kriegen euch alle. Hier ist russische Mafia-Blatt. Aha, russische Mafia, ja? Da, Wladimir Putin kommt dich holen. Wladimir Putin kommt dich holen. Wissen Sie, wo Russland ist, ja? Ja, Russland, wenn es nach dir wo geht. Schweiz war, das könnte sie nicht und jetzt wissen bist, Sie, wo Russland ist. Du bist ist, so ja? blöde, du kennst nicht mal den Unterschied zwischen der Europäischen Union und dem Kontinent Europa, aber was erwartet man auch von einem, der von Beruf Telefonbetrüger ist und sich irgendein europäisches Börsenamt ausdenkt, nicht mal eine Dienstnummer hat, keinen Satz gerade Deutsch sprechen kann und generell nicht so viel Intelligenz aufweist wie ein Stubenflieger und jetzt bist du dran. Mic drop. Иди нахуй, сука.